Hi Freunde, was geht und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal hier wieder in wundervoller Natur und ihr glaubt gar nicht, wie lange es gedauert hat, hier so einen Platz zu finden. Weißt du, bei dem Wetter 21 Grad auf jeder random Wiese oder auf irgendeiner random Bank sitzen oder liegen irgendwelche random Leute, weil sie denken, ich entspanne mich hier beim Arsch, der Welt. ich bin wirklich, ich weiß nicht, ich habe mich teilweise hier schon selber verfahren. Ich habe letzten Monat einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben aber mal von Anfang an. Ich meinte vor einigen Monaten oder beziehungsweise letztes Jahr in dem Video das hier. Aber ich habe schon Bock, irgendwie perspektivisch dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres an der Schule zu arbeiten. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen. Ich arbeite seit April an einer Grundschule. Und ich dachte, ich gebe euch in diesem Video einfach mal so ein paar Eckdaten, so ein paar Infos und auch schon die ersten Erfahrungen von den ersten zwei Wochen. Aber nochmal zum Anfang zurück. Ich habe schon tatsächlich mit dem Gedanken lange gespielt, an einer Grundschule zu arbeiten, weil das halt echt so ein paar Vorteile hat. Und ich von vielen Kollegen bzw. von Leuten, die auch Grundschullehrung studieren, immer an meiner Uni gehört habe, dass das schon ziemlich nice ist und dass es wichtig für die Erfahrung ist. Ja, es gibt Leute, die sagen, äh, mach erstmal dein Studium zu Ende. Konzentriere dich voll darauf und dann kannst du auch als Profi sozusagen an einer Grundschule arbeiten. Die anderen sagen, nee, mach das jetzt schon, du kannst noch ganz viele Erfahrungen sammeln. Du hast jetzt die Zeit, so Fehler zu machen und kannst schon mal die ersten Erfahrungen an einer Schule zu arbeiten. Und ähm, deswegen war für mich eigentlich schon lange klar, dass ich den Schritt den nächsten Schritt wagen will, weil ich äh, mache ja jetzt schon Nachhilfe. Das ist aber nochmal was komplett anderes. Das kannst du nicht vergleichen. So, da habe ich irgendwie sechs, sieben Schüler, alle unterschiedliche Klassenstufe. Du musst da machen und ähm, hast auch nicht so viel Möglichkeiten. Weil die sind ja freiwillig da und teilweise sind auch so viele Leute, die einfach von den Eltern gezwungen werden, was irgendwie extrem schade ist. Äh, long Story Short, ich arbeite jetzt an der Grundschule und es war schon lange eine Motivation für mich irgendwie und ich hatte extrem Bock. Und eine Schule zu finden war tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe mehrere Schulen angeschrieben, ob die eine PKB-Kraft ähm, brauchen. Das heißt so in Berlin einfach, dass du dann Vertretungslehrer sozusagen bist. Äh, ja, manche haben gar nicht geantwortet. Die anderen meinten, nee, wir sind voll. Ich denke mir so, Lehrermangel, hä? Aber ähm, echt, da äh, echt ein Also, ich hatte echt so fünf, sechs Schulen in meiner Nähe angeschrieben. Ähm, und da war es echt schwierig. Und ähm, die eine hat mir geschrieben, nee, wir sind gerade voll. Aber wenn ein ähm, Platz frei wird und wenn wir Bedarf haben, dann melden wir uns. Und ich war erstmal so ein bisschen frustriert, habe keine weiteren Schulen mehr angeschrieben. hatte so, ey, weil ich, mir war auch persönlich sehr, sehr wichtig, dass die Schule in der Nähe war. Und dann habe ich so drei Wochen später von einer Schule ähm, eine Mail zurückbekommen, dass tatsächlich ein Platz, frei, äh, ein Platz frei geworden ist, weil eine Kollegin schwanger geworden ist. Ich bin dann zur Schule gefahren und dann hatten wir so ein Kennenlernen-Bewerbungsgespräch. Das war eigentlich kein richtiges Bewerbungsgespräch. Die haben halt so gefragt, was ich mir generell so vorstelle, wie es so aussieht von den Kapazitäten her. Und ähm, ich habe dann auch wenige Tage später das Go bekommen für die Einstellung, dass ich da arbeiten kann. Hab dann wieder wenige Tage später, das ging alles ziemlich schnell, weil die Kollegin ausgefallen ist, sie brauchten dringend Ersatz sozusagen als Vertretungslehrer. Und habe dann ein paar Tage später den Vertrag unterschrieben mit acht Stunden die Woche an der Grundschule ähm, an zwei Tagen, also auf zwei Tage verteilt und vertrete da die Lehrkraft, die jetzt schwanger geworden ist. Bin aber ähm, nur als zusätzliche Lehrkraft tatsächlich drin, ne, um einen Klassenlehrer zu unterstützen. Ich bin vor allem in der Schulanfangsphase, das heißt zur so erste zweite Klasse. Hätte gerne fünfte, sechste eigentlich genommen, will ich auch später eher unterrichten, aber Leben ist ja halt kein Ponyhof, man kann sich keine Sachen aussuchen und ich unterstütze da die Klassenlehrer und mache eher so die nervigen Aufgaben. Das Weißt du, wenn du mal mit jemandem rausgehen musst oder du musst nochmal deine Aufgabe erklären? Also, ich mache sozusagen die Arbeit, damit der Klassenlehrer seine eigentliche Arbeit nachgehen kann. Die Schule ist bei mir in der Nähe, so ich laufe da 10 Minuten hin oder fahre da mit E-Roller 5 Minuten hin, so das ist ziemlich entspannt. Und hatte jetzt schon tatsächlich die ersten zwei Wochen und da will ich euch mal so von so ein paar Erfahrungen berichten. So klar, ich hatte schon mal sechs Wochen Praktikum in meinem Studium, aber das ist nochmal was anderes, wenn man das nur so Praktikum hat, anstatt man jetzt wirklich so schon da arbeitet sozusagen. Ähm, und ja, ich kam an der Schule an. Ich hatte auch übrigens gevloggt ähm, für Kanalmitglieder, falls ihr das sehen wollt. Aber da müsst ihr natürlich Kanalmitglied sein. Kann ich euch aber auch nur sehr vom Herzen empfehlen. Und dann fuhr erst mal ein Rettungswagen weg von der Schule, weil irgend so eine und eine TikTok-Challenge gemacht haben, wo die sich im Bauch geboxt haben. Wo ich dachte, alles klar, geht gut los. Dann am ersten Tag direkt ist ein Schuh verschwunden von einer. Schülerin von meiner Klasse, wo ich bin, der wurde dann in die Toilette geworfen, direkt in die Toilette, der kam dann nass und triefend raus aus der ähm, jungs Was aber natürlich faszinierend direkt am ersten Tag war. Und ich habe dann auch eine Pausen auf sich, wo natürlich dann so die Standard. Ja, rangeleien sind und ein Junge macht irgendwie mit einer Jacke ein Mädchen, also schlägt da so irgendwie ein Mädchen ins Auge und so Standarddinge, die man halt lösen muss. Aber ähm, wie gesagt, ich war vorher noch nie an der Schule. Ich habe aber das Gefühl, gut aufgenommen zu sein von den Schülern, also auch von den Lehrern. Das ist ein extrem nettes Umfeld. Es ist ein extrem korrekter Klassenlehrer, ein etwas älterer ähm, und die Größe geht sogar noch von der Klasse. Das sind nur so ja 23 24 Schüler das ist erste zweite Klasse zusammengemixt ähm, ja und es gibt ja schon Klassen da sind es irgendwie 30 Leute oder so und es ist eine ziemlich vor der Einstellung wurde mir gesagt das ist eine aktive Klasse und ich verstehe jetzt auch warum auf jeden Fall da sind auf jeden Fall einige Kandidaten bei egal was du sagst ich finde das halt so schlimm Leute oder so erschreckend ähm, als ich in der Grundschule war man hatte noch so viel Respekt vor dem Lehrer so also der Lehrer war eine Autoritätsperson wenn er was gesagt hat dann wurde das gemacht und vor allem erste zweite Klasse und jetzt bist du live dabei, wenn dann der Lehrer sagt, jetzt hört mal auf damit, oder du setzt dich jetzt mal da hin und dann heißt es einfach nö, mache ich nicht, will ich nicht und ich weiß nicht, ob das einfach so eine Nichts-Trotz-Haltung ist, so ich will jetzt gar nichts machen oder also es ist echt krass schon so da Dinge mitzuerleben, aber ähm, ja. Ich war am ersten Tag auch richtig fertig. Also, meinem ersten Arbeitstag, da habe ich, also ich habe glaube ich das aufgeteilt, jeden Tag vier Stunden ungefähr, also an zwei Tagen. Und ich war so fertig, oh mein Gott, ich kam nach Hause, habe mich ins Bett gechillt, erstmal einen Döner geholt, ich hatte richtig Kopfschmerzen so nach. So, einige haben gesagt, man gewöhnt sich auf jeden Fall daran. Aber ich war auf jeden Fall richtig durch. Ich, hab, ich wollte eigentlich noch an dem Tag Dinge schaffen. Ich habe einfach gar nichts mehr geschafft. Nichts. Ich war so tot. Aber das hat sich dann auf jeden Fall auch gelegt. So, und es ist auf jeden Fall schon cool, wenn man dann im Lehrerzimmer sitzt. So endlich mal so die Lehrergespräche mitbekommen. ist auf jeden Fall auch wild, was da teilweise abgeht. So. Äh, und dann hatte ich auch letzte Woche meinen ersten Ausflug. Wir sind zwar nur in die Bücherei gegangen. Aber ähm, ja, der war auch. Von der Klasse her war das ja in Ordnung. Ähm, die haben sich benommen klar so Busfahren und so ist natürlich immer stressig und du musst auf alle aufpassen aber wir waren drei Lehrkräfte und das ist eigentlich schon ziemlich entspannt jetzt fahren hier Digga, wir machen eine Radtour bei 21 Grad ja guckt ich noch nie jemanden gesehen der ein Video aufnimmt was was ist los mit euch die erste Frage die natürlich direkt am Anfang kam war wie alt bist du und die waren sehr gar nicht so schlecht die haben mich auf 19 geschätzt so also nah dran ne? was mich ein bisschen abfuckt, ist ich bin nur als Vertretungslehrer von der Person da. Das heißt, wenn die Person wieder da ist, bin ich weg und werde ganz schnell gekündigt. So, das heißt, ich habe natürlich keinen befristeten Arbeitsvertrag und man kann nicht so viel im Voraus planen, was ein bisschen ungeil ist. Gut, jetzt ist die Kollegin schwanger. Das heißt, sie wird auch im nächsten Schuljahr noch ähm, zu Hause bleiben. Elternzeit, das dauert alles so ein bisschen. Ähm, trotzdem endet dann erstmal mein Vertrag. Man muss einen neuen machen. Ist natürlich alles ein bisschen stressig und auch der Verwaltungsaufwand. Ihr glaubt gar nicht bei der Bewerbung. Digga, ich habe so ein Hefte abgegeben mit Unterlagen, die ich ausfüllen muss dass ich keine Schulden habe ähm, und wie sonstige alle Arbeitsverhältnisse, Impfungen nachweisen. Ähm, also ganz wild. das war so ein fetter Stapel, ihr glaubt es gar nicht. Ja, und davon wollte ich euch einfach mal so ein bisschen berichten. Also abschließendes Fazit. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das länger zu machen. So ist es überhaupt nicht stressig. Ich bin in der Uni aktuell zwei Tage und dann zwei Tage an der Schule für vier Stunden. Und das ist auch... Also was mich ein bisschen wieder killt, ist so das frühe Aufstehen. Weil ich bin so von 8 bis 12 ungefähr da. Weil das ist keine Ganztagsschule. Das heißt, die haben alle nur so bis 12, 13 Uhr Unterricht. Und ich bin generell schon ein Frühaufsteher. Bin schon natürlich so um 7.30 Uhr, 8 Uhr wach. Ähm, aber halt... Dann chillst halt im Bett noch, kann sich am PC setzen, was Fettes abschmatzt, so richtiger Fettsackmodus. Und jetzt musst du einfach schon rausgehen und irgendwie aktiv sein und wach sein, was so ein bisschen abfuckt. Ähm, aber ja, so an den Stress gewöhnt man sich und an die Lautstärke. Auf jeden wird natürlich alles immer ein bisschen besser. Gut, jetzt bin ich erst zwei Wochen da, aber hat ähm, habe mich schon mit Kollegen im Lehrerzimmer unterhalten. Wie gesagt, mit dem Klassenlehrer verstehe ich mich top, der ist ultra nett, die Schulleitung auch mega lieb und so. Ähm, Schüler auch nett und es ist dann wirklich eher so, ähm, ja, Lehrer erklärt Aufgaben. Ich setze mich dann neben den ein, weil er irgendwie sich nicht konzentrieren kann. Er hat auch, auch den Fall, dass ich ja mit einem Schüler schon rausgehen musste, weil er sich irgendwie gar nicht konzentrieren konnte. Was irgendwie echt heftig ist so in der ersten, zweiten Klasse. Ähm, ja, lauf so ein bisschen rum, guck, ob alle so. Weißt du, so die kleinen Sachen, so Name, Datum draufschreiben, die Überschrift unterstreichen mit äh, Lineal. Ähm, ja, und das macht, es ist schon cool, wenn es gibt echt. Also klar, es ist anstrengend und nicht zu unterschätzen, aber es gibt teilweise auch Situationen, wo es sich dann nicht anfühlt wie Arbeit. So der Ausflug zum Beispiel. So, so einfach dabei zu begleiten, so ein bisschen zuzugucken, so die Kinder immer mal zu sagen, ey, jetzt hört mal zu und so. Ähm, es ist teilweise, es fühlt sich nicht an wie Arbeit, sondern es macht wirklich Spaß. Weil es ist ja das, was ich so seit Jahren machen will. Ich wollte seit zehn Jahren, also wo ich zehn Jahre alt war, wollte ich schon Lehrer werden, hab mit meinem Bruder Schule gespielt, hab meine Eltern unterrichtet, Verwandte. Ähm, und jetzt ist es schon cool, Endlich mal so in der Schule schon richtig zu arbeiten. Es also ist auf jeden Fall mal was anderes, so in der Schule zu arbeiten, als natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit Nachhilfe oder so. Da muss man sich erstmal reinfinden. So das ist es natürlich extrem vielfältig, so Or Orga-Kram und so, auf woran du alles denken musst, ist schon krass. Aber ja, wie gesagt, bis jetzt habe ich noch Spaß. Die ersten zwei Wochen top. Erster Tag richtig anstrengend, aber man hat sich auf jeden Fall dran gewöhnt. Und ja, wurde von allen gut aufgenommen. Und jetzt schauen wir erstmal, was wird. Ich habe. Auf jeden Fall den Plan, das Ding weiterzumachen. Auch wenn die Kollegin dann wieder da ist, dann sucht man sich halt eine neue Schule oder eventuell wird jemand anderes dann ähm, irgendwie fällt aus oder so. Ähm, ja, und das wollte ich euch jetzt einfach mal hier erzählen und irgendwie loswerden. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine 30 Zeckenbisse entfernen, die ich hier im Rasen jetzt gesammelt habe. Und äh, wir sehen uns dann auch wieder im nächsten Video irgendwann. Ihr seht, es sagt euch ein bisschen. Nicht so viel, dass aktuell nicht so viel kommt, das liegt einfach daran, dass extrem viel gerade läuft. Wie gesagt, auch Schule ist ein großer Grund. Da war auf jeden Fall erstmal viel Aufwand. Aber ich halte jetzt mein Maul, es reicht jetzt erstmal wieder für die nächsten zwei Wochen. Ich lauf hier lang. Ich weiß nicht, wo lange ich hier gehe. Aber hier wird sich auf jeden Fall schon. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, sage ich.